So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild RP. Und heute, ich hoffe, ihr seht schon, ich habe meinen PC endlich aufgebessert. Ich habe ein neues Mainboard und einen neuen Prozessor einbauen lassen. Und das hat auch nochmal ordentlich was bei der Grafikkarte rausgeholt, muss ich sagen. Vielleicht erkennt man es schon. Ich finde es auf jeden Fall definitiv viel besser. Ja, es hat bisher noch nicht geleckt. Ich habe schon ein bisschen länger gespielt heute im Singleplayer. Also, ja, eigentlich steht jetzt einem schönen Spiel nichts mehr im Wege und für euch entspannt das Video gucken, ohne irgendeinen Ruckler. Träumchen. Ja, also, eigentlich gibt es heute keinen Plan. Aber da kommt schon Dreier-Dammhirsch. Warum nicht? Pirschen schon einfach erstmal wieder. Und ja. Ich werde demnächst vielleicht auch mal gucken, dass ich mit irgendwem zusammen mal auf den Pirsch komme, Begehungsscheine habe vielleicht oder so. Und Drückjachten kommen jetzt auf jeden Fall auch noch demnächst. Sodass wir nicht nur Pirsch haben. Ich weiß nicht. Für mich, also Pirsch ist bei mir so das, was ich mit am langweiligsten sogar noch fast finde. Vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Aber heute sind wir noch alleine. Da kann ich nichts machen. Außer es gesellt sich nachher noch einer dazu. Aber da habe ich eh jetzt keinen Kugelfang. Ich lade mal auch einmal ganz kurz rot noch. Nur so. Falls doch irgendwo noch Niederwelt hochkommen sollte. Ja, ich weiß nicht, ob er hierher kommen will. Also, man muss jetzt auch nicht zwingend so einen Reiher schießen, finde ich. Aber wenn er sich schon anbietet, dann kann man den auch mitnehmen. Und wenn er es gerade spannend macht, dann will ich ihn sowieso noch eher haben. Ja, ist noch nicht so ein guter Kugelfang. Ich versuche mich selber auch noch mal ein bisschen besser in Position zu bringen, vielleicht. Und ihn nebenbei noch ranzulocken. Aber schauen wir mal. Jetzt kommt er, glaube ich, relativ gut. Ja, noch nicht so hundertprozentig. Obwohl, wahrscheinlich würden da jetzt schon mal schießen, aber ich sehe ja nicht wirklich, dass der Boden hinter ist. Deswegen lassen wir es erstmal noch. Und lassen ihn dementsprechend auch kommen. Jetzt ist er abgesprungen. Okay, schade, Schokolade. Ja, wahrscheinlich, weil ich durch die Büsche gegangen bin und das so einen Lärm gemacht hat. Aber ich finde, auch in letzter Zeit ist das Wild schlauer geworden. Was ich auch tatsächlich gut finde. Das macht das Ganze nochmal etwas spannender. Na gut, war ja schon mal ein nicht so erfolgreicher Start. Hoffentlich ändert sich es noch im Verlauf des Videos. Söhle, wir haben mit dem Dammhirsch gestartet. Und es geht auch weiter mit dem Dammhirsch. Nur diesmal noch ein schwächerer. Der ist auch noch ruhig diesmal. Vorteil. Ich call ihn diesmal wieder ran. Anderer Vorteil, er ist über mir. Das heißt, wenn er hier runterläuft, habe ich voraussichtlich Kugelfang. Also eigentlich kann schon nichts mehr schieflaufen. Aber wahrscheinlich findet er doch noch einen Weg, wie es schieflaufen kann. Egal, wir lassen es auf uns zukommen und schauen mal, was der Dummy macht. Huch. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Und Schnuffi sagt, ich sollte aufpassen. Gehen wir mal langsam weiter vor. Er ist auf jeden Fall noch da anscheinend. Er springt ab. Ach, leck mich fett. Wir haben keinen Kugelfang mehr. Ach, Mann!
Ach, Katz im Strahl, ganz ehrlich, ach, das kriegt fix 9. Södele, ich habe eben Schweinchen ausgemacht und die sind da drüben im Hang. Positiv, wir sollten wieder Kuh gefangen haben. Positiv, ich komme gleich auf eine Kuppe und kann von da hoffentlich schießen. Negativ, Maurice wird wahrscheinlich wieder zu doof sein, die zu schießen, weil er irgendwie zu laut ist und die Feuerwehr wegrennen. Sehr gut. Nein. Schauen wir mal. Wäre natürlich schön, wenn man diesmal etwas kompetenter ist. Wenn sie nicht vertritt, da sind sie. Ich höre schon mal. Noch sind sie da. Und ruhig. Schon mal. Wir können ja mal oink oink machen, dass sie wenigstens einmal aufstehen. Ja, okay, ich schieße vielleicht mit der, dann kann ich sonst nochmal nachschießen. Ah, ich sehe sie aber nicht gut. Wir machen nochmal oink oink, dass sie vielleicht auch rausziehen. Dann schießen wir vielleicht, wenn wir eins sehen. Voraussetzung, wir sehen eins. Ja, kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Könnte jetzt so eine Fahrstuhlmusik an. Nein, lassen wir jetzt mal. Will YouTube wahrscheinlich nicht. Copyright und so. Digga, was ist denn mit denen? Komm doch mal raus jetzt da aus eurem Loch. Ja, gar nicht. Da ist eins. Ein Schweinchen. Oh, noch. Ui, viele Schweinchen. Ui, ui. Ganz viele Schweinchen. Müsste das ein Keiler sein? Der da? Hey, ja, schön. Der ist ein Keiler. Haben bisher drei Bachen und einen Keiler geschossen, von daher um die Geschlechterzahl Anzahl Differenz da relativ auf null zu halten, wäre es ja nicht schlecht. Ja, war jetzt kein zweiter Schuss drin, finde ich. Die waren dann da so verdeckt und so. Nee, 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 nee. Lass mal lieber, lass mal lieber. Aber ich denke mal, Schweinchen sollten wir uns auch keine Sorgen machen. Die kriegen wir hoffentlich auch auf der dann demnächst anstehenden Drückjagd voll. Und dann müssen wir auch nicht so viel auf Pirsch schießen. Aber was wir haben, das haben wir, ne? Also von daher. Nehmen wir doch gerne mit den Dreierkeiler. Da habe ich nichts gegen. Schauen wir mal, müsste auch einen guten Schuss haben. Also dürfte alles passen. Oder? Oder. Passt. Sehr schön. Ich denke nicht, dass wir hier sie nochmal sehen, die Schweinchen. Oder doch? Dann nehmen wir vielleicht doch nochmal eins mit. Wenn wir eine Chance dafür haben. Ja, warum nicht? Die andere Sau hätten wir eh nicht bekommen, auch wenn ich nachgeladen hätte. Da läuft sie nur. Ah, auch nicht. Keine Chance. Na, haben wir wenigstens noch eine Bache. Auch nicht schlecht für Anruf-Rothirsch. Ja, weibliche will ich eh nicht schießen. Und Rothirsch kann auch mal wer anders schießen, habe ich auch schon ein paar von geschossen. Lassen wir erstmal in Ruhe. Schon mal zu der Sau. Sauberer Schuss. Zweierbacher. Sehr schön. Okay. Ich push den Sommer hinterher. Vielleicht kriege ich noch eine Chance. Oder ich sehe was anderes. Schauen wir mal. Vor mir läuft gerade ein Rudel Dammwild weg. Und die Sauen. Die übrig gebliebenen. Eine Sau. Oh, Fuchs!
Nehmen wir ja noch lieber. Der läuft noch! Das gibt's ja gar nicht. Ah, der, Also das war jetzt mal zwei Sauen und ein Fuchs. Schie, was? Die Einserbache, das freut mich sowieso am meisten. Rotwild weg. Und mehr Rotwild weg. Hier, weißt du? Die machen die wahrscheinlich am meisten Verbiss sogar noch, die Roten. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ja, hier müssen wir dann doch vielleicht nochmal eingreifen. Hier, wo die Verjüngungen stehen. Rotwild zu haben. Dammwild auch, ja. Da müssen wir vielleicht dann doch nochmal gucken. Aber jetzt haben wir erstmal den Fuchs und die beiden Schweinis erlegen können. Eine Einserbache, zweier Keiler und glaube ich, weiblicher Fuchs müsste es gewesen sein. Das Rotwild rennt hier auch hin und her. Naja, gut. Hier in der Nähe auch noch Drückjachten und so. Okay, wenn der Hirsch jetzt passend wäre, aber ich glaube, ich sehe jetzt schon eine Krone von der Entfernung. Hätte ich gesagt, kann man den Hirsch schon mal mitnehmen? Also, nee, lassen wir lieber. Und wir verschrecken sie, vergräben sie ein bisschen. Das ist fast die gleiche Wirkung. So, hopp. Ja! Ja, okay. Ich war noch nie ein guter Treiber. So, wir gehen doch mal schnell zum Fuchs. Und dann. Ja. Gehen wir weiter. Läuft ja gerade ganz gut. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, so würde ich das mal formulieren. Da liegt der Fuchs. Sehr schön. Ja, jetzt schon vier Sauen, ein Fuchs. Da kommt noch ein Stück Rotwild. Da kommt noch ein Stück Rotwild. Ist nie los. Rotwild-Hauptwechsel. auch Fuchs mit sehr gutem Schuss. Und dann gehen wir weiter und dann schauen wir mal, was wird. Außer Rotwild. Rotwild will ich eigentlich echt nicht schießen. Und ja, der hat ganz dick Krone beidseitig. Aber der nicht. Okay, dann nehmen wir den noch jetzt schnell mit. Hallo? Könnten Sie mal. Danke. Ja, läuft ja. Ich wollte ihn halt eigentlich nicht im Traben schießen, aber bevor er in der Verjüngung ist, habe ich mir gedacht, schieße vielleicht doch mal. Da sind ganz viele Fasane, ich sehe die schon. Ja, okay, Schnuffi, dann haben wir noch einen Einsatz jetzt. Das ist doch zum Kotzen. Ach Gott, ey. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten kann ich irgendwie nur auf Schweine schießen. Fuchs schieße ich schon scheiße und Rothirsch noch schlechter anscheinend. Ging ja nicht mal runter. Kurz gezeichnet und dann ist er voll losgesaust. Oh Mann, ey. Na komm, Schnuffi. Setzen wir dich da mal eben an. Und schauen wir mal, was der Drilling gemacht hat. Ich glaube, der Drilling schießt nicht mehr so richtig. Müssen wir vielleicht nochmal Probe schießen. Naja, gut. Muss ja auch eine Ausrede finden, ne? So, Schnuffi. Wo bist du denn? Da ist Schnuffi. So, hier ist der Schweiß. Ah, also, so schlecht war der Schuss nur auch nicht. Schon gut Schweiß. So, Schnuffi, nur. Gib doch mal Gas. Nicht den ganzen Tag zu. Ja, okay, dann war schon nicht so gut. Scheiße. Ach Mann! Gibt's doch gar nicht. Ich denke mal, der ist auch hier rechts dann runter am See direkt vorbei. Das ist so ein Hauptfixer auf jeden Fall von denen, ja, da wo das Stück eben auch reingegangen ist. Da wechseln sie eigentlich fast immer lang.
Na, schauen wir mal. Ja. Der geht dahin. Ziehen sie aus der Verjüngung raus, wenigstens. Und wir haben einen Schädling vernichtet. Bayerische Staatsforst, Beileid, ne? Alter. Gibt's doch gar nicht. So weit kann er doch gar nicht mehr rennen. Aufpassen, dass ich nicht noch Schnuffi verliere hier in dem Gebüsch. Das wäre es ja noch. Auf einmal sehe ich den aufgeforkelt hier vor mir liegen, oder was? Oder wie, oder was? Also ganz kurz mal, hier schon ein guter Platz für einen Sitz, was bei einer Drücke, ja. Muss ich mir mal merken. Eventuell. Ja, warum nicht? Hier liegt der Hirsch auch. Sehr schön. Ah. Ja, ein bisschen weiter hinten. Hätten wir ein bisschen weiter vorhalten müssen beim Traben vielleicht. Naja, gut. Okidoki. Dann gehe ich weiter und schauen wir mal. Was wird? Södele, ich bin wieder weiter gepirscht. Da hinten haben wir ja gerade den Dammhirsch geschossen. Sorry. Habe ich eine Schleife gedreht, bin hier am Wasser zurück und steht ein Böckchen. Den Dammhirsch habe ich noch nicht gesehen, aber Vierer Dammhirsch muss jetzt nicht sein. Da steht auch noch Rotwild. Ich habe eigentlich nur das Böckchen gesehen, aber hier steht anscheinend mehr. Von daher ist es gut. Nicht, dass sie hier so viel verbeißen, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Sollten wir ihn schießen? Ich glaube, es ist ein Gabler, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Schießen wir den mal. Haut der Rest auch wieder ab. Ich call den nochmal kurz ein paar Meter mit dem Blatt ran. So dass er ja vielleicht nicht da auf der Straße steht, aber er ist nervös. Da will er nicht. Also theoretisch könnte man ja auf den Weg schießen. Ist ja Erde. Aber ist wahrscheinlich verdichtet. Und dann ja, muss es nicht sein. Müssen hier ja nichts riskieren. Sogar ein Fünferhirsch. Aber der hat eine Krone, das sehe ich jetzt schon. Das lassen wir dann also doch lieber sein. Sonst zu Not, wenn ich gleich so weit unten bin, dass ich den Hügel als Kuh gefangen habe, dann geht das auch. Können wir das auch so machen? Ist vielleicht die etwas einfachere Variante. Weil er will ja gar nicht so. Ja, das passt sonst auch gleich. Ich will ihn jetzt nicht verscheuchen. Dann haben wir gar nichts. Die sind beide noch ruhig. Sehr schön. Oh, was haut denn da noch ab? Ein Zweierbock. Den lassen wir mal laufen, tät ich sagen. Top 1er-Böcke. Brauchen wir relativ viele noch. Von daher nehmen wir da tatsächlich jeden mit, den wir irgendwie bekommen. Das ist Sicherheit. Was wir haben, haben wir. Ja, Gabler. Schön. So wie ich es angesprochen habe. Guten Schuss hier habt. Das passt alles. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Guti. Also, ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und dann sieht man sich erstmal in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.